3. Willkommen zurück bei Dirt Rally. Wir fahren die letzten 4 Etappen der Clubman-Meisterschaft mit dem Ford Escort MK2. Und danach geht es direkt in die nächste Meisterschaft. Hoffe ich zumindest, dass die schon dabei sind. Hier in der Early Access Version. Ich weiß gar nicht, wie viele Meisterschaften es gibt. Und ich versuche mal nicht ganz so viel zu reden, diesmal, sondern dass wir einen guten Platz erhaschen können. Ich habe jetzt auch mittlerweile mal das ABS angeschaltet. Das fährt sich doch deutlich besser damit. Oh, hier ein bisschen aufpassen. Oh. Das war knapp. Da lagen wir schon auf der Seite. Rechts 6. In links 6. In rechts 5 macht zu, nicht schneiden. Achtung, links 2, verengt sich. Das ist echt sehr eng, die Strecke hier, die bin ich noch nie gefahren. Und rutschig, mittig halten. In links 6, 60, Kuppelsprung. Und links halten über Kuppel. Achtung, Kuppel rechts 6, macht zu bis 5, verengt sich. Links 3 lang. 60. Kuppel vielleicht Sprung. Rechts 3 lang, 60. Links 2 über 80, über Haltepunkt. In rechts 6. In Kuppel vielleicht Sprung, 60. Links halten über Kuppel. Rechts 6 lang. In links 6. Und rechts 2 halblang, nicht schneiden. Links 3 lang, rechts halten über Kuppel, 80. 10 Sekunden schon oben drauf. Rechts 6 über kleine Kuppe. In links 4. Ich fahre echt nicht gut heute. Mann, was ist denn wieder los? Links 6, 80 über kleine Kuppe. Links 6, 80. Rechts 2 lang, nicht schneiden. 150. Ah, zu viel gebremst. Achtung, rechts halten über Kuppe. Vielleicht Sprung oder Kreuzung. Links 4 halblang, nicht das vibriert schneiden. Das Gamepads nicht. Das vibriert hier nämlich in einer Tour. In kleine Kuppel und Welle. Wenn es nicht komplett stark vibriert, dann immer ganz links leicht. Links 5 halblang. Und rechts 6. In links 6 über Welle, verengt sich, mittig bleiben, 60. Links 6 halblang. Verengt sich noch mehr, oh, das ist aber nicht schön. Und rechts 5 nicht schneiden. Das ist alles so eng. In links 5 halblang. Man muss echt auf die Ansagen finden, wenn man die Hälfte so sehr. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen rechts lauter lang. Gestellt. Links 6. Ach, komm schon. Links 4 halblang. Das ist eine 6er Etappe jetzt hier in der letzten Meisterschaft. Links 6. Die ersten beiden habe ich schon gefahren. Kuppe. Jetzt sind es halt noch 4, beziehungsweise die in der letzten. Links 5. Rechts 4 durch Senke. Nicht schneiden. Dann bekommen wir hoffentlich ein bisschen Geld, das wir uns dann auch für die nächste Meisterschaft, wenn es die denn gibt, weiß ich nicht, auch das dazugehörige Auto leisten können. Ich glaube, die gehen bei 120.000 oder so los. Rechts 2 halblang und oh, rechts 6. Nicht zu weit raus, oh Gottes Willen. Links 6, nicht, dass wir unsere Frontlichter hier noch verlieren und dann nachher überhaupt nichts mehr sehen. Rechts halten, über Kreuzung, über Welle, verengt sich, 100. Rechts 6, Achtung langsam, 60 über Kuppe. Rechts 4 nicht schneiden. Und links 5 lang, über Kreuzung. Rechts 6, links 6. Achtung 100, links halten, über Kuppe. Also man macht schon deutlich mehr gut, wenn man das ABS zugeschaltet hat. Es fährt sich dann schon Kuppel, doch ganz Sprung. Anders. Links und man kann auch echt ein paar Sekunden mehr gut machen. Man ist öfter mal im grünen Bereich, zumindest in der ersten Zwischenzeit. Aber ich bin trotzdem noch nie Erster geworden. Rechts 5 nicht schneiden, 100. Links 1 lang. Macht zu und verengt sich, 60. Oh, Glück ab. Rechts 6, 60. Links 6, 60. Links 6, über Welle, ein. Verengt sich. Okay, links 6. Zwischenzeit kommt rechts gleich. 6. Rechts auch 6, über 80, über 80 bis 5. In links 3 lang. Ja, es fällt und steht alles. Ja, steht und fällt rechts alles 6. In der ersten Zwischenzeit. Links halten über kleine Kuppel, 60. Rechts halten über Kuppel. Das sind halt keine großen Fehler. Und Achtung, links 6. Drehen. Keins auf die rechts Seite 1 legen. Über 100. Das ist auch ganz schlecht. Man traut sich zumindest nicht mehr. Rechts 4 verengt sich. Man traut sich immer nicht so hundertprozentig ans Limit zu gehen. Man könnte natürlich deutlich schneller in die Kurven gehen und besser bremsen und so weiter, aber bevor man dann einen Unfall baut, ist man dann doch ein bisschen zaghafter. Das tut der Zeit natürlich nicht gut. Aber dem Auto. Naja, wir gucken mal, was wir da rausholen können. Derzeitige Position übrigens ist Position 5. Lang 80. In den Zwischenständen.
Links 5, nicht schneiden. Ich konnte nicht so viel reisen bisher. Das sieht jetzt hier auch nicht besser aus. Vielleicht Platz 4. Rechts 6. Also auch bis 5 und 6 sogar. Und rechts 4 halten. Kurve hier zum Schluss müsste gleich das Ziel kommen. Oh ja, okay. Da oben kommt schon die Zwischenzeit. Rechts 6, 60, links halten über Kuppe. Ich hoffe, dann kommt wieder eine Tagetappe. Wo ist das Ziel? Jetzt müsste hier vorne kommen. Gut. 45 Sekunden knapp. 5,19, das ist echt nicht gut, die Zeit. Platz 5. Boah, die ersten 4, ey, gerade mal 28 Sekunden Unterschied. Okay, ich denke, es pendelt sich so auf Platz 5 ungefähr ein. Morgens wolkenlos. Oh, Gott sei Dank, kein Nachtrennen. Huhu, Gott sei Dank. Okay, weiter geht's. Danach können wir das Auto wieder reparieren. Ich glaube, das hat's auch nötig. Denn die ein oder anderen Räder haben da was abbekommen. 60. Gestern wieder gehabt bei dieser Daily-Fahrt. Dass mir ein scheiß Reifen geplatzt ist. Ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Links auch noch. Und dann fuhr sich's halt ganz bescheiden. Das könnte ich dann links nicht aufgeben. Wir können mal reinschalten nach der 6, über Meisterschaft. Da dürften dann die Ergebnisse der letzten, oder von gestern, von der Daily-Online-Aufgabe auftauchen. In links 5, über 150. Seht ihr das mal, wie das aussieht? In Kehre rechts 80. Das sind halt immer vorgeschriebene Autos, die man dann für die Daily-Aufgabe nimmt, damit jeder das gleiche hat. Das ist eigentlich echt eine coole Sache. Rechts 5, über 130, über Wellen. Achtung, links 6 halblang, kleiner Sprung. In rechts 6 lang. In links 3 nicht schneiden, über 130. 4,779 Sekunden. Das ist gar nicht so schlecht. Rechts 3, 60. So wenig hatte ich lange nicht als rechts 4 Sprung. Rechts 3 macht zu. Alter, ich will hier nicht links runterfliegen. Und links 4 Sprung, rechts nicht schneiden. Ecke, dann haut es mich auch wahrscheinlich links runter. Das kippt mich. Sprung in rechts 4 lang, macht zu bis 3, 60. Wie krass muss denn das im echten Leben sein, wenn du so eine Rallye-Strecke fährst und da links ist dann einfach mal nur Abgrund 100, 200, 300 links Meter oder noch mehr. Links nicht schneiden. Rechts 5 lang. 100 hat sich aber ganz cool gelernt, die Etappe hier. Okay, da vorne kommt wieder so eine kleine Haarnadelkurve. 60. Die habe ich ganz gut gekriegt. Das geht, ne? Die Ausfahrt hätte besser Vorsicht, sein können. Vorsicht, links 6 im großen Sprung und sofort scharf rechts. 15 Sekunden nach der zweiten Zwischenzeit, auch okay. Zu früh gebremst. Beziehungsweise zu stark. In links 6, in rechts 6 lang. 80. Das macht echt sau viel Spaß, nach wie vor, dass das Spiel 60 schon bergab, 5,6 Stunden gespielt. Das war ganz okay. Hat mir sehr gut gefallen. Man merkt es ja selber direkt, wenn man Mist gebaut hat. Das ist ja das Gute. Zumindest sollte man es merken und versuchen dann auch zu verbessern. Das ist echt noch nicht einfach, so aus den Gewohnheiten rauszukommen. Bei anderen Autofahren, bei Autorennspielen. Haben sich so bestimmte Sachen über Jahre hinweg so manifestiert. Um die dann loszuwerden. In Achtung links 4 und bergab von Kehre rechts. In links 6. Ah, komm schon. Ja, gib Gas. In rechts 3 halb lang. 60, rechts halten über Kuppe. Achtung links 4 nicht schneiden. Rechts 5 nicht schneiden. Oh, nicht schneiden. Ich weiß jetzt auch warum. In links 4 lang, 80 über Kuppe. 21 Sekunden, das ist noch ganz rechts gut. Rechts 6. War das schon die dritte Zwischenzeit? Ich glaube, das war schon die dritte Zwischenzeit. In links 6. In rechts 6 macht zu bis 5, 40. Rechts 6, in links 5 lang über Kuppe. Links 5 über Welle nicht schneiden. Rechts 3. Und rechts 5. In links 5. Und links 6, 60, links halten über Kuppe. 80 durch Senke. Rechts halten über Kuppe, in links 5 nicht schneiden, 80. Okay, hier vorne kommt das Ziel. Bis Ziel. Boah. 29 Sekunden oder so waren das. Puh. War gar nicht so schlecht. War gar nicht so schlecht. Guck mal, Platz 5. Platz 3 und 4 waren gar nicht so weit weg. Okay, weiter geht's. Zwei Etappen haben wir noch.
Ihr könnt dann immer zwischenspeichern zwischen den einzelnen Etappen. Das ist echt super. Und dann könnt ihr dann irgendwann wieder aufnehmen und da einfach weiterfahren. Puh, weiter geht's. Mittags, sonnig. Fahrzeug reparieren. Motor hat ganz schön was abbekommen. Die Antriebswelle auch. Gucken wir uns mal die Empfehlung an. Ja, genau so machen wir es auch, wie die uns das vorschlagen. Weiter geht's. Direkt zum nächsten Rennen. Und das finde ich auch super. Die Ladezeiten sind doch schon äußerst gering. Es lädt immer mal ganz am Anfang der Meisterschaft. Und zwischendurch mal für vielleicht 5 Sekunden. Und dass wir direkt eine Volta im Vergleich zum letzten Rennen, die wir hatten. Hier ist die Straße schön breit. Kein Abgrund, zumindest kein großer rechts. Wenn überhaupt. Ich kann das nicht genau erkennen. Ein bisschen genauer. Links 5 von der Kuppel, nach auf, Kuppel, nach zu. Rechts 4, nicht schneiden. Ich versuche jetzt mal still zu sein und das maximal rauszuholen. Links 1 lang, Kuppel. Und rechts 3 lang. Und rechts 1. Und links 6 über 80, kleine Kuppel. Und rechts 6 lang. In links 6 lang über Welle, Kuppel 80. Rechts 5, halb lang. Und links 4, 60. Rechts halten über Kuppel. Links 1 über 100. In rechts 6. Links halten über Kuppel. In rechts 6 über Kuppel, vielleicht Sprung, 80. Links 6. Und rechts 5 macht zu bis 2. Oh, guck mal, ganz knapp. Links 5 über 80. Achtung, verengt sich. 60. 4, 6 Sekunden Rückstand. Rechts 6 lang, verläuft über Kuppel, vielleicht Sprung. 80. Geht auf einmal rechts 5 über Kuppel, vielleicht Sprung. Nicht schneiden. 60. Verengt sich. Links 5 halb lang. 60. Rechts 5 halb lang macht zu bis 3. Lang. Nicht schneiden. 80. Nein! Oh, ich könnte kotzen. Alter Fuck. Oh, das hätte jetzt auch echt locker und total Schaden sein können. Oh, da haben wir echt Glück gehabt. Links 6. Letztes Mal, als ich so abgeflogen bin, da war es ein totaler Schaden. Rechts 5. Links 6. Fuck, Kuppel rechts 6 und Kuppel rechts 6. Ach, Mist, das sah so gut aus in der ersten Zwischenzeit. Ich hab mal 14 Sekunden als Strafe aufgepumpt bekommen. Rechts 6, halb lang. Statt es jetzt trotzdem nicht neu, das müssen wir jetzt einfach mal so hinnehmen. Rechts 6, halb lang. Gebaut. Links 5, halb lang, nicht schneiden, 250. Nein. Ach, verdammt. Mittig halten über kleine Kuppel, über Kreuzung 100. Achtung, langsam, große Welle, rechts 4. Das Ding ist ja auch, man kennt die Strecken. Und links 5, 8 bis 3, ja. Nicht schneiden, 100. Wenn man das jetzt vielleicht 10-mal gefahren ist, jede Etappe, dann mag das gehen. Rechts 5 lang, verengt sich, nicht schneiden. Gerade jetzt an solchen Stellen, dass es echt mal runtergeht, wo man wirklich sehr aufpassen muss, dass da nichts passiert. Wenn jetzt hier eine Leitplanke steht, ist es noch okay, wenn man da mal irgendwie der Erste gegenrempelt. Aber im Abgrund hat sich halt direkt erledigt. Rechts 6, 60 Welle. Entweder das Auto ist dann komplett Schrott oder ihr müsst euch zurücksetzen lassen. Das kostet dann halt echt viele Sekunden. Ich habe letztens mal eine 18 Sekunden Strafe bekommen. Das war das höchste bisher, was ich mal erhalten habe. Links 6. Rechts 5 lang. In links 5 halb lang verengt sich. In rechts 5, 60. Rechts 6 über Welle 60. Links 6. Rechts 5 halb lang 80 über 2 kleine Sprünge. In Achtung, rechts 4 nicht schneiden. Links halten über Kuppel. 130. Links 2 macht zu bis 1. Nicht schneiden. 80. Dritte Zwischenzeit sieht natürlich auch dementsprechend bescheiden aus. Rechts 6, 60. Okay, rechts 4, halb lang, in links 5, 60, Kuppel. Ich gedacht, das wird mehr. Und rechts 3 lang. Und links 2, halb lang, nicht schneiden. Nein. Jetzt wird's auch mehr. Ich könnte kotzen. Rechts 6 lang, 80. Nein, nochmal 13 Sekunden. Mann, ey, das ist eine schon so eine schnelle Strecke und dann durch so eine Flüchtigkeit. Links 6, 60. Rechts 2, über 100. 60. Dann tut's einen natürlich, aber was soll man machen? Links 4 lang, 100, über Kuppel, vielleicht Sprung.
rechts 3 halblang verengt sich. Das ist halt echt nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht, wenn man das zuschaut. Wenn man schon sehr, sehr rotieren muss am Gamepad. Ich weiß nicht, wie es mit dem Lenkrad und so weiter ist, vielleicht ein bisschen einfacher. Beziehungsweise hat man da nochmal mehr Gefühl dafür. Mit dem Gamepad. In links 6 halblang nicht schneiden. Das sehr fein handhaben hier. Links 6, 80. Rechts 6 über 80 macht zu bis 5. Vom Kompens. Links 5 hängt nach außen. 80, Kuppe vielleicht hoch. Bis 10. Naja, immerhin unter einer Minute. Oha, das war echt schlecht. Und ganz schön dreckig ist es geworden. Platz 4? Ey, guck mal, wir hätten locker Platz 3 erreicht, wenn ich nicht die beiden Fehler gemacht hätte. Wow, ja, Gesamtwertung Platz 4. Geil. Na, das war ja positiv. Da sind die anderen wahrscheinlich noch öfter abgeschossen worden gerade. Okay, gar nicht so schlecht. Da haben wir noch mal eine Platzierung gut gemacht. Sehen wir auch rechts dort. Achso, es geht schon weiter. Okay, letzte Etappe. Danach gibt es Preisgelder und eine neue Meisterschaft. Hoffentlich. Und noch mal Konzentration. Links 6, 80. Rechts 5, 80, bergab, Welle, Senke. Links 6, über Kuppel, 60, bergab. Achtung, rechts 5, 60, bergab. Rechts 5, nicht schneiden. In Achtung, links 4, halblang, in links 3, lang. In rechts 5, nicht schneiden, 60. Rechts 6, lang, über Kuppel. Links 6, 60. Links 6, 60. Rechts 6, 60. Links 6, Kuppel. In rechts 3 lang. Achtung, links 5, nicht schneiden. Rechts 4, außen halten. Links 4, über 90. Okay. Achtung, rechts 6. Schon wieder relativ viel. Bin sofort gehe links. Schlecht die erste Zwischenzeit gefahren. Bergauf. Jetzt kommen wieder ein paar Serpentinen, so wie es aussieht, ja. Und kehre rechts. Das mag ich eigentlich immer, diese Serpentinen fahren. In links 6. Ich denke mal, da kann man ein bisschen noch aufholen in der Zeit. Rechts 6 durch Senke 60. Kehre links und Baum. Das ist ja oft so bei Rennspielen, dass die NPCs bei Kurven immer Probleme haben. 100 bergauf. Gerade bei solchen Dingern. Da immer ein bisschen mehr rumkriechen. Aber hier scheint es allgemein nicht ganz so zu sein. Simulation sei Dank. Rechts 6, Kuppel 80. Gott sei Dank. Links 6, halblang. Ich glaube so zwischen 20 und 30. Und Achtung, rechts 6. Vielleicht als kehre links 80, über Kuppel. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh Gott, jetzt müsste ich mit der Handbremse arbeiten. Jetzt hat es mich da runtergefallen. Und Kuppel vielleicht Sprung. Rechts 6, 60. 13 Sekunden. Kehre rechts, 150. 2. Oh, das war kleine gut. Kuppel, links 6, lang. Bremse und dann rum. Müssen wir nochmal probieren beim nächsten Mal. Wollen wir hier eine enge Kurve haben. Und Achtung, rechts 3, macht zu. Sprung, 60 bergab. Verengt sich. Links 4, lang, macht auf und macht zu. Sprung. In rechts 4 lang, macht zu bis 3, nicht schneiden. In links 6, 80, Sprung. Und links 5, 60. Links 6. Okay, nächste Zwischenzeit. In rechts 4 lang, nicht schneiden, bergauf. Links 6, kleiner Sprung. Rechts 6 und links 6, 100 bergauf. In Kehre links. Oh, die war auch gut, oder? Ein bisschen zu viel. Rechts 5 lang. Aber das mit dem Driften ist ganz gut. Geht's nochmal hoch. Vorsicht, links 6, Kuppel mittig halten. Eine enge Kurve. 100, Kuppel 80. Da hatte ich zu viele Fliehkräfte drauf. Da hat es mich echt fast nochmal runtergeschmissen. Bloß Achtung, rechts 2, halblang. Bauen. In Kehre links. Oh, hier haben wir nochmal eine Kehre. Na, das war nicht so gut. Sorry. In rechts 6, 80, über Kuppel.
Achtung, rechts 4, nicht schneiden, mittig bleiben. 4, oh geil, da kommt schon das Ziel. Oh nee, nicht vom Ziel. 100 bis 10. Das ist mir letztens auch passiert, die letzte Kurve vom Ziel, da hat es mich nochmal schön gedreht und lag dann auf dem Dach. So, Auto ist dreckig. Oh, Meisterschaft, gewonnen. Platz 3, ja. Und Gesamtwertung aber nur, oh doch, ja, ja, ja. Gesamtwertung auch nochmal auf Platz 3 vorgerutscht. Geil. Krass, hätte ich nicht gedacht. Guck mal, 31.100 als Prämie. Super. Sehr gut. Moto Upgrade 2, Fortschritt 80%. Ach, guck mal, der Vertrag ist abgelaufen mit J. Arponen. Das ist unser Begleiter. Puh, super. Geil, 120.000, wir gehen mal. Wo war das? Online-Events. Okay, jetzt müssten wir das Preisgeld von gestern bekommen. Genau. Da links sehen wir Unterstufe, Mittelstufe. Reicht für die Oberstufe? Ja. Oberstufe ist dann zwischen 7.500 und 15.000. Ich lag immer so in der Mitte der Oberstufe bisher, aber gestern lief es echt mies mit dem Daily Online-Event. Da bin ich froh, dass überhaupt noch 7.500 rausgesprungen sind. Sehr gut. Und jetzt könnten wir hier nochmal Neues annehmen. Es wird immer mittags um 12 Uhr abgerechnet sozusagen, beziehungsweise neu gestartet. Ach, hier guck mal, ein neues monatliches Event ist auch dran. 30 Tage Zeit. Sehr gut. Das sind halt 24 Etappen. Allrad, ach guck mal an. Bin ich noch gar nicht gefahren, wir haben ja genug Zeit, können wir auch mal irgendwann machen. Meisterschaften, was gibt es denn jetzt für eine? Eine Clubman-Meisterschaft wieder. Die sind wir doch gerade gefahren, da steht zwar neu. Ach so. Ach guck mal, wir könnten das jetzt auch einfach mit einer anderen. Mit einem 80er, was kosten die? 110, 115.000? Welcher ist denn da besser, der BMW oder der Ford? Weil der Ford 135 Kilogramm mehr wiegt. Aber gerade mal 6 PS mehr hat. Ist egal, wir gehen erstmal in die Teamverwaltung rein. Hier können wir jetzt den Vertrag mit dem erweitern auf 32 Etappen für 3200 Credits. Oder wir besorgen uns einfach einen neuen. Den anderen. Einen besseren. Ach komm, wir verlängern das nochmal, oder? Ja komm, 3200 für einen Techniker. Ach genau, hier haben wir doch auch einen neuen Boni-Slot. Können wir ja mal machen. Wagen mit Heck. Oh, das kostet halt sehr viel. Uiuiui. War das hier auch so teuer bei denen? Auch 20.000 pro Boni. Oh, das ist echt viel. Das hier kostet auch noch so viel. Das haben wir noch gar nicht, das Geld. Aber wir können ja. Was kosten die hier? 140.000, das Geld haben wir leider nicht. Den BMW oder den Ford? Der ist ein bisschen leichter, hat allerdings 4 PS weniger. Was dieses RPM bedeutet, weiß ich nicht genau. Da kenne ich mich zu wenig aus. Wollen wir den BMW nehmen? Oder den Ford? Ach komm, wir nehmen den BMW. Simpson. Weiß. Ich würde sagen, wir nehmen den in weiß und fahren in der nächsten Folge einfach mal die Clubman-Meisterschaft mit den 80er-Wagen. War noch die 80er, oder? Ja, genau. Ha. In der Lackierung. Und bis dahin bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.